Wenn Sie gerne Genussrad fahren, dann ist die deutsche Region Oberschwaben genau das Richtige für Sie. Gemütliche Radwege mit Weitblick, bezaubernde Städtchen, kulinarische Köstlichkeiten und viele freundliche Menschen erwarten Sie hier. Was es hier alles zu entdecken gibt, das zeige ich in diesem Video. Wir sind jetzt hier auf dem Donau-Bodensee-Radweg, schon auf gutem Weg Richtung Bodensee am Rande des württembergischen Allgäus. Über 4 Etappen führt dieser Radweg 156 Kilometer von Ulm an der Donau bis zum Nordufer des Bodensees. Ich starte im gemütlichen Bad Waldsee. Ein idyllisches Plätzchen, dieses Bad Waldsee. Hat ein Bad, Wald und See, sogar 2 Seen und hinter mir die Kirche Peter und Paul. Für jeden der beiden Heiligen gibt es einen eigenen Kirchturm. Das ausgesprochen radfahrerfreundliche Städtchen hat nicht nur eine romantische Altstadt, sondern auch einen Bezug zur österreichischen Geschichte. Denn im 19. Jahrhundert war Bad Waldsee eine vorderösterreichische Besitzung. Und man hat sich eigentlich ganz gut gefühlt, denn die Österreicher haben nicht viel reinregiert. Und das war recht attraktiv, weil sich Waldsee sehr selbstständig entwickeln konnte. Leicht bergauf geht es in den Süden Richtung Wolfegg. Über wenig befahrene Landstraßen mit Weitblick. Das Schöne an Oberschwaben ist hier, diese Weite zu genießen. Und Ausblicken auf Burgen. Wir sind im heilklimatischen Kurort Wolfegg, einem sehr hübschen, sehr zentral gelegenen Ort in Oberschwaben, direkt am Beginn des württembergischen Allgäus. Und die Besonderheit hier von Wolfegg ist tatsächlich, es ist bis heute eine Fürstenresidenz. Hinter mir sehen Sie das Schloss. Das gehört der Familie Waldburg-Wolfegg und die lebt bis heute hier, also sprich ein lebendiges, kein Museumsschloss. Auf der Seite neben mir gibt es dann eine bemerkenswerte Kirche, das ist St. Katharina. Auch ein kleines Automobilmuseum lohnt sich für einen Abstecher. In Wolfegg sollten Sie unbedingt auch das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben besuchen. Hier am Gelände befinden sich 28 historische Gebäude. Das älteste Gebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert und die meisten Gebäude sind, so wie wir sie zeigen, aus dem 19. Jahrhundert so. Eine spannende Zeitreise in den oft kargen Alltag der Bauernfamilien. Letzte Bewohnerin bis in die 80er hat da drin gewohnt, als ob sie um 1900 gelebt hätte. Und alle Gegenstände, die man drin sieht, das ist was Besonderes, die stammen wirklich von ihr. Also man hat den Eindruck, sie ist gerade erst rausgegangen zum Garten und könnte jeden Moment wieder zurückkommen. Eine Ausstellung zeigt das harte Leben der sogenannten Schwabenkinder, die auch aus Österreich zu Mitarbeitern in Bauernhöfen gebracht wurden. Und man sieht auch die Umstände, wie sie gearbeitet haben, weil die Kinder oft nicht sehr gut behandelt worden sind. Ein idealer Ausgangspunkt für Radtouren durch das württembergische Allgäu ist der Luftkurort Kisleck. Wir haben in Kisleck 2 Schlösser. Ein Schloss, das ist das alte Schloss im Renaissance-Stil, ist noch im Privatbesitz, wird auch bewohnt. Und das neue Schloss hier, das barocke Schloss, gehört der Gemeinde Kisleck. Das Schloss wurde 1721 erbaut und hier haben wir noch den Original-Fußboden, der inzwischen wieder aufwendig restauriert wurde. Ein Kuriosum ist der Bahnhof von Kisleck. Das ehemalige Bahnhofsgebäude ist heute ein Café, aber als Haltestelle ist Kisleck nach wie vor in Betrieb. Perfekt für alle, die den ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten wollen. Die neue Radreiseregion Naturschatzkammern bietet Thementouren, die man ohne Hotelwechsel von nur einem Ort aus absolvieren kann. Wir haben hier 13 Rundtouren, jede mit einem eigenen Titel und der Titel ist dann auch immer das Programm. Also heute sind wir zum Beispiel auf den Fürstlichen Seen unterwegs, sind hier an wunderschönen Seen, kommen auch an kleinen Fürstenhäusern vorbei. Das ist die ideale Kombination zum Radfahren im Sommer. Ausgangspunkt für meine Thementouren ist jedes Mal der Ort Kisleck. Wir haben unsere 13 Radrundtouren so geplant, dass die wie ein Netz ineinander übergehen. Das heißt, ich kann an einem Ort verweilen und kann unterschiedlichste Touren fahren. Jeden Tag eine andere Tour.
Gut, jetzt für uns Österreicher, unser Nachbarland, wir kennen es trotzdem noch nicht so gut. Bin ich jetzt in Baden-Württemberg, bin ich im Allgäu, bin ich in Oberschwaben? Wo bin ich eigentlich? Überall, im württembergischen Allgäu. Das liegt in Oberschwaben und das ist die große Region drüber. Und Oberschwaben liegt in Baden-Württemberg. Das heißt, es gibt auch einen kleinen Teil des Allgäus, der eben nicht in Bayern liegt, sondern in Württemberg. Los geht's auf unserer Tour Fürstliche Seen. Cows and Drinks, eine Erfindung im württembergischen Allgäu. Hier gibt's Limo, Spezi und Fanta und Wasser und Holderscholle. Wir haben hier einen kleinen Radstopp aufgebaut und hier kann man einfach anhalten, sich hinsetzen und was trinken. So, danke sehr. Was brauner Sprudel. Genau, und ich habe den gelben Sprudel. Okay, gut. Zum Wohl, oder wie heißt das bei euch? Zum Wohl. Wir haben hier eine Kasse und da kann man Bargeld reinlegen. Und falls man kein Bargeld dabei hat, ist auch die Möglichkeit, über PayPal zu bezahlen. Nach der Erfrischung besuche ich noch die Kühe. Ja, guten Morgen. Auf gemütlichen Wegen fahren wir zur nächsten Genussstation. Der Sammhof ist der ideale Ort, um sich mit Proviant einzudecken. Wir sind ein Bioladen. Die Fürstliche Seentour ist ein Radweg, der hier entlang geht. Man kann sich ja ein bisschen bevorraten, man kann hier frühstücken, man kann hier zum Kaffee trinken kommen. Wir haben natürlich ein Bio-Vollsortiment, versuchen aber auch möglichst auf Regionalität zu setzen. Hier gibt es einen Apfelsaft aus Poppenhaus. Dann haben wir hier ein Pizzamehl. Dann haben wir verschiedene Honige, Tannenhonig und Waldhonig. Ein ideales Mitbringsel für zu Hause. Auch eine originelle Übernachtungsmöglichkeit gibt es hier. Wir haben hier drei Schäferwägen, die nach alten, ursprünglichen Schäferwägen gebaut sind. Die sind sehr spartanisch, ganz reduziert. Alles andere als ein Luxusquartier, aber herrlich idyllisch und mit Ausblick auf den Luxus. Hier gibt es ein Wiedersehen mit Schloss Wolfegg. Zu Mittag kehren wir in einem Fachwerkhaus aus dem Jahr 1800 ein. Im Biohotel Adler in Vogt bekommen wir typisch schwäbische Spezialitäten in Bioqualität serviert. Mmm, delicious. Wir haben heute für Sie schwäbische Kalbfleischmaultäschle mit Hackfleischfüllung, mit buntem Markgemüse, Rahmsoße und Schmelzzwiebeln und den Klassiker, den Zwiebelrostbraten mit Kässpätzle und ebenfalls buntem Markgemüse. Und ein kleiner Sommersalat ist auch dabei. Die schwäbische Küche ist nicht gerade eine Fastenküche, aber wir sind ja mit dem Fahrrad unterwegs und da kann man sich das schon gönnen. Und Gemüse ist auch dabei, also alles gut. Nach wenigen Radkilometern locken freilich schon die nächsten kulinarischen Genüsse. Beim Kohlerhof gibt's Käse und Eis in Selbstbedienung. Aus der Ziege machen wir Ziegen-Camembert in zwei verschiedene Varianten, einmal in Natur und einmal mit Schnittlauch. Von der Kuh machen wir ebenfalls Camembert. Ebenfalls den Natur- und Schnittlauch und saisonal bieten wir hier noch verschiedene Kräuter, je nach Jahreszeit bedingt an. Und passend zu jedem Radausflug bieten wir hier auch in den Sommermonate speziell handgemachtes Heumilcheis an. Die Buttermilch hat also ein eigenes Aroma. Schließlich fahren wir zurück zu unserem Ausgangspunkt Kisleck. Himmlische Ausblicke und Genüsse erwarten mich bei der Radtour Himmelwiesen. Wir starten wiederum in Kisleck. Von Kisleck geht's zunächst zur Galluskapelle. Wir stehen hier an der Wasserscheide zwischen Bodensee und Donau auf der Höhe von 750 Meter. Besonders an der Kirche ist erstmal die Höhenlage. Sie ist die höchstgelegene Autobahnkirche in Deutschland, da sie auf einem Hügel steht. Die drei Allgäuheiligen, die wachen hier sozusagen auf diesem Punkt hier oben über das Allgäu. Der irische Mönch Columban und sein Jünger Gallus. Gallus ist uns bekannter, weil er im Kloster St. Gallen in dieser Gegend als Einsiedler gelebt hat. Und der dritte ist der heilige Magnus, dargestellt mit ihren Attributen: die Sonne, der Drache, der Bär. Wir haben hier eine kathedralartige Akustik, die auch dadurch bedingt ist, dass diese acht Säulen ins Untergeschoss eingespannt sind und der Dachstuhl hier
auf diesen 8 Säulen ruht, also nicht auf der Außenwand. Und dadurch schwingt das Dach mit. Wenn Sie hier akustisch eine Probe machen, hören Sie, wie der Raum mitwirkt. Und bei dieser Autobahnkirche sieht man bis nach Österreich. Hier ist der Bregenzer Wald. Ja, vielleicht. Unser nächstes Etappenziel ist das jung gebliebene Städtchen Leutkirch. Dieses Städtchen hat einen ganz besonderen Charme. Auf jeden Fall unser wunderschöner Bockturm, an dem auch die Reste der Stadtmauer noch sind. Obendrauf ist das Kinderfestglöckchen, das nur genau ein einziges Mal im Jahr geläutet wird, nämlich an unserem Kinderfestfreitag. Ein entzückendes Städtchen zum Flanieren und Pause machen. Das ist das sogenannte gotische Haus, das älteste Haus unserer Stadt. Der Innenhof ist für Touristen immer begehbar. Und in den beiden Obergeschossen dieses Hauses befinden sich immer Kunstausstellungen. Was mir besonders positiv auffällt, überall auf der Strecke gibt es solche Radservicestellen. Ich kann einfach Kleinigkeiten selber reparieren, 24 Stunden am Tag. Wir haben in jeder Station verschiedene Werkzeuge drin, einfach kleine Schlüssel oder auch mal einen Schraubenzieher. Und vor allem ganz wichtig, die Luftpumpe. Wir haben zum Glück keine Panne und fahren weiter zur Genussmanufaktur Urlau. In einer ehemaligen Brauerei schauen wir lokalen Produzenten bei der Arbeit zu, verkosten und kaufen ein. Der Mann mit dem charakteristischen roten Bart produziert hier zum Beispiel Gin. Hier in der Gin-Brennerei gibt es 3 verschiedene Sorten Gin. Einmal was Klassisches, der Allgäu-Gin, dann was Schönes fürs Auge, der Simsala-Gin, der verfärbt sich vom Roten aufs Gelbliche. Und der Revolution, die Fruchtbombe, der ist blau und wird lila, wenn ein Tonic draufkommt. Das ist sehr fruchtig. Ja, würden Sie jetzt gut noch Pfirsichschnitze zum Beispiel drin machen, aber auch da geht gut im Sommer die Minze. Der Presskuchen, der wird weitergegeben an unsere Kunden als Crouton auf der Suppe, als Cracker im Salat oder zum Brotbacken. Ich presse hier Rohkostöle auf einer Rohkostmühle, die dadurch Rohkostöl herstellt, dass sie wassergekühlt ist. Wir haben die heimischen Öle mit dem lieben Böcklein, Liebstöckel, Boxhorn, Klee und Kerbel, Lemon. Wir haben die italienischen Rosmarin, Oregano und Thymian. Und Kaffeeöl. Das habe ich zuvor noch nie probiert. Ja, also eindeutiges Kaffeearoma. Vom Kaffeeöl geht's in die Kaffeerösterei. Warum Mutmachergenuss? Rösterei MUT Maria und Thomas. Unsere Bohnen kommen direkt von unseren Bauern in Guatemala, Kolumbien und Brasilien. Wir haben dann dieses schonende Rösten, das heißt, wir rösten so maximal bis 217, 219 Grad. Sabalot ist der Renner, da verkaufen wir wirklich sehr viel. Auch handwerkliche Produkte gibt es in der Genussmanufaktur. Ich lebe ausschließlich Seidenschals. Jeder Schal ist ein Unikat, kein Schal gibt es doppelt. Es wird entweder das Muster gewechselt oder die Farbe. Himmlische Genüsse bekommen wir in diesem ehemaligen Pfarrhaus serviert. Himmlisch. Wir sind hier im schönen Ort Meeratshofen bei Leutkirch im Café Himmelreich. Unser Café heißt Himmelreich, weil es einfach hier ganz himmlisch ist und die Landschaft so schön und man sich dem Himmel wirklich näher fühlt, wenn man hier ist. Im Himmelreich gibt es aber nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch allerlei Nostalgisches zwischen Himmel und Erde. Ich habe schon als Kind gern gesammelt und habe viele Sachen von meiner Oma aufgehoben. Und es sind natürlich von früher viele christliche bzw. katholische Dinge. Das ist das Bild von der guten Hirtin. Und da hat mir ein Bischof gesagt, sowas hat er noch nie gesehen, dass es 1700 bereits die gute Hirtin gemalt gab. Man kann eigentlich alles, was da ist, auch kaufen. Es gibt ein oder zwei Dinge, die nicht käuflich sind. Das ist eine meiner liebsten Decken und die möchten viele Leute kaufen, aber die kann ich nicht hergeben, weil ich die so gern mag. Auch wenn man selbst im Himmelreich nicht alles bekommen kann, so habe ich doch unvergessliche Erinnerungen an das schöne Oberschwaben mitgenommen.